So, willkommen zurück bei Assassin's Creed. Ich würde sagen, wir sitzen mal eine Runde auf hier und ich will noch ein bisschen rumgucken hier einfach. Ich will hier noch gar nicht rumquesten. Die ganze Zeit gequestet und gequestet. Jetzt will ich einfach mal ein bisschen hier erkunden und vielleicht mal das eine oder andere Schiff übernehmen. Ich meine, da ist auch ein recht großes, ne? Das sieht doch irgendwie so aus, als würde da irgendwer Wichtiges drin sitzen, ne? Da ist so ein Zelt, seht ihr das? Da ist ein Zelt da auf dem Schiff. Vielleicht ist da eine relevante Person, die wir bedrohen können oder so. Ich weiß auch nicht so genau. So, sieht jedenfalls nicht so aus. Es wären hier besonders schwer bewaffnete Soldaten. Was, Penisse? Halt! Bleib stehen! Ja, ich stehe. Und jetzt wollen wir uns unterhalten. Was stimmt nicht mit dir? Ich bin unsicher, was mit mir nicht stimmt. Ja, warte. Ich komme mal rüber, dann können wir genauer darüber reden. Wie dich erwischen lassen. Ich prüge euch alle. Zu spät, dann bin ich einmal da. Oh, die haben Totenschädel. Der Totenschädel. Ich treffe ihn. Ah, wollen wir noch mal sehen. Aua. Oh, warte, ein Schaden. Okay, das versunkene Gefangenenschiff habe ich entdeckt. Das ist ja wunderschön. Ich sterbe jetzt erstmal. Vielleicht sollte ich wirklich aufhören, diese Schiffe hier anzugreifen. Was macht so Spaß? Lass du so einfach rausfahren aufs Meer? Oder in dem Fall auf den kleinen See rausfahren und irgendwie einfach so ein paar Schiffe angreifen. Echt lustig. So, na gut. Oh. Wo bin ich jetzt gelandet? Okay, wie kommt der hier hoch? Na schön. Das ist irgendeine Tempelruine, Anlage, keine Ahnung. Und da unten ist ein Boot. Oha. Das war die Schulter. Ich hab's genau gesehen. Das tat bestimmt sehr, sehr weh. Mal so als Tipp für euch, ne? Ich hab's festgestellt, ich hab's auch dann nochmal nachgelesen, ob es nur Zufall war, aber es war kein Zufall. Wenn ihr von hohen Sachen runterspringt, einfach die Alt-Taste gedrückt halten, dann rollt er sich meistens jedenfalls ab. Das klappt eigentlich ziemlich gut, dann kriegst du keinen Fallschaden. Besser als Batman. So, was ist denn da hinten? Guck mal, da ist doch so ein kleines, lustiges... Ah, da sind die Pyramiden! Irgendwie habe ich hier wieder im Visier. Ich verzieh mich mal. Da sind die Pyramiden. Da will ich hin. Und da sind Fahnen. Fahnen heißen meistens, dieses Lager darfst du bitte nicht betreten. Und das mache ich jetzt auch nicht. Ich will zu den Pyramiden. Ich will mir die Pyramiden angucken. So. Aua. Oh, das war eine recht unelegante Einpark-Session. Ja klar, bist du runter getaucht, ne? Kleines Kamel, na komm, wir gehen mal zu den Pyramiden. Da will ich hin. Oh Gott, die müssen übelst weit weg sein, weil die Pyramiden sind ja recht groß und... Nomos Neret Reset. Ah ja. Spreche ich das eigentlich richtig aus? Ich habe keine Ahnung. Oh. Sind das Freunde oder Feinde? Hallo. Geht's euch gut? Ich bring dich um. Ah, ich prüge euch auf dem Pferd. Dann kann ich auf dem Pferd... Oh, gewonshottet. Pam. Hier, Junge. Spüre meinen Speer. Pam. Ja, na komm. Wir werden schon noch quitt. So. Ah, und nochmal. Von hinten. Yes. Geil. Aber looten kann ich nicht, oder? Doch, ich kann looten. Ach, das ist super. Das ist echt fantastisch. Auf dem Reittier kämpfen und looten. Das sind schon zwei Dinge, die man in WoW nicht machen kann. So. Ja, ich gehe jetzt einfach zu den Pyramiden. Ich will die Pyramiden sehen. Ich will es. Und ihr wollt es auch. Ich weiß es. Hier steigt so ein bisschen, oder? Ich sah so aus, würde hier so ein bisschen Wüstenstaub aufsteigen. Das ist auch so ein kleines bisschen, ne? Weht's hier rum. Die Pyramiden. Geil. Lalalalala. Ich reite mit meinem Kamel und mein Kamel reitet mit mir. Da vorne sind die Pyramiden und hier unten, da reiten wir. Mm-hmm. Es soll ja auch irgendwelche Fata Morganas geben und irgendwelche anderen Illusionen, wenn man zu lange durch die Wüste reitet.
Das merken wir vielleicht gleich noch. Ich weiß es nicht. Er schwitzt schon. Er wischt sich schon die Stirn. Hui. Schauen wir mal. Und wo ist Vögelchen? Da oben ist Vögelchen. Wunderbar. Er folgt uns nämlich die ganze Zeit. Der ist nie weg. Der spawnt auch nicht. Der ist immer da. So. Also ein bisschen drüber hüpfen. Zack. Nomos Litopolites. Okay. Ja, mit der Aussprache von solchen Wörtern habe ich es nicht. Ihr merkt es schon, aber... Oh. Hyänen. Die haben Totenschädel. Gizeh. Ja, ich bin in Gizeh und die haben Totenschädel. Da hau ich mal lieber ab. Kein Problem. Hä? Nein, nein, nein. Los, geht's zum Pyramiden. Was macht denn der? So, jetzt aber. Die Pyramiden von Gizeh. Welche ist jetzt eigentlich die große von denen? Die hier aufs Pyramide. Müsst ja... Die sind auch schon ein bisschen zerfallen, ne? Also wir spielen jetzt nicht in der Blütezeit, sondern wir spielen quasi so am Ende. Ne? Also am Ende vom alten Ägypten. Wo das meiste schon so vor sich dahin siecht. Ob ich da rein kann? Oh, das wäre geil. Ich will auf jeden Fall mal da hochklettern. Guck mal, da oben ist so ein Loch, ne? Da könnte ich doch bestimmt mal mein Köpfchen reinhalten. Und das, auch das Loch nehmen, aber das wäre ja langweilig. Wir sind ja ein Multifunktionstalent. Zack, 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 zack. Naja, gut, ein großteils Multifunktionstalent. Los, hoch da. So. Dann müssen wir vielleicht darüber. Da ist doch eine Kante, halt doch fest. Los, hoch da. Ja, sehr gut. Ah, okay, man kann es ein bisschen kontrollieren. Ja, cool. Wir kommen wirklich bis ganz nach oben. Ich gehe kaputt. Ja, höher, höher. Ah, vielleicht. Sie hätten die Pyramide ein bisschen flacher bauen sollen, dann würde ich hier einfach hochlaufen können. Das wäre auch geil, oder? Aber gleich habe ich's. Nein, wo willst du hin? Da lang, genau. Weil die Steuerung ist ein bisschen geskriptet, also ich kann hier nicht wirklich steuern. Nur so halb halt. Ja, noch Stück, noch Stück. Jetzt da hoch rechts ein bisschen, ja, fast. Aber jetzt. Ja, genau. Es muss mega anstrengend sein bei der Hitze. Mitten in der Wüste. Hier... Berg zu steigen. Oh, so. Ja, so. So. Dann dahin. Dann noch ein Stückchen rechts halten. Naja, nicht ganz. Ja, halte ich doch da. Okay, dann dahin. Dann dahin. Dann dahin. Na, jetzt aber. Ja, stell dich nicht so an. Du willst doch auch, Bayek. Ich spüre die Macht. Oh. So, müssen wir uns hier ein bisschen... Warte mal. So, da hoch. Genau. Zack, zack. Und da sind wir fast oben. Auf dem komischen Sockel da von der Pyramide. Die hat ja einen speziellen... Also Sockel nicht. Wie heißt denn das? Also quasi die... Ja, die Spitze. Das... Wie heißt denn das? Das Pyramidium oder so? Wir sind ganz oben drauf. Oh ja, das war anstrengend. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und zwar sowas von. Guck mal, wie geil. Wie geil ist das bitte? Ich sitze auf der Spitze der... Ich weiß nicht, ist das die hohe? Das ist eine kleine. Ich denke, das ist die Cheops-Pyramide, also die große. Naja, hinten ist ein Leuchtturm. Das müsste doch Alexandria sein, oder? Alexandria. Wir sehen wirklich, also wir können quasi über die gesamte Map blicken, ne? Weil der Leuchtturm, der ist ja, ja nicht ganz oben, aber fast ganz oben. Also das ist ja jetzt das Mittelmeer, the Great Green Sea, Mesogeos See. Also der Leuchtturm von Alexandria, weil ich bin ja hier, unten in Gizeh. Geil, oder? Das ist die frei begehbare Welt von Assassin's Creed.
Einfach nur awesome. Und jetzt ist natürlich nur noch die Frage, wo wollen wir eigentlich jetzt hingehen? Könnt ihr noch einen ganzen Tag stehen und rumgucken, aber das langweilt euch sicherlich irgendwann. Ich würde sagen, hui. Ah, cool. Ach. Nein, 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 rutsch weiter. Immer rutschen. Nein, rutsch doch runter. Ja, genau. Wie geil ist das bitte? Wieso rutscht er nicht? Immer weiter rutschen. Ist viel, viel cooler als zu klettern. Oh, warte, gleich. Unten müssen wir uns ein bisschen abstoßen und dann landen wir hoffentlich nicht mit dem Gesicht im Dreck, sondern... Es muss voll heiß sein an den Füßen. Es muss so reiben. So, und jetzt halte ich mal die Alt-Taste gedrückt. Ah, yeah. Und wir sind wieder unten. Ah, erstmal Schweiß abwischen. Das war dezent anstrengend bestimmt. So, wo ist mein Kamel? Ah ja, wo kommt das her? Ja, bisschen ganz brave, ne? So. Hinten verschwimmt schon alles. Vielleicht sollten wir doch mal langsam uns hier verziehen quasi. Warte mal, ihr setzt mir mal einen Marker. Wo wollen wir denn hin? Wir wollen eigentlich, ich weiß gar nicht, wollen wir da hin? Zum Tempel. Schnellreisen mache ich aber nicht. Ich laufe nochmal zurück. Ich glaube, wir gehen mal hier zu diesen Feldern. Oder? Ich will erstmal da, ich will mal reingehen und dann reiten wir hier so ein bisschen zurück und dann gehen wir zum Tempel. Ne? Gehen wir nach einem guten Plan. Ich will ein bisschen die Umgebung sehen. 2000 Meter. Naja, das wird ein bisschen dauern, aber wir haben ja eine schöne Umgebung, die wir uns währenddessen angucken können. Und offenbar sind auch Menschen. Hallo. Na ihr? Huchinett? Was geht denn ab hier? Lagerfeuer. Kann ich was am Lagerfeuer braten oder so? Geht das? Aber ich... Ah, warte mal. Ich weiß was. Wir müssen kurz mal warten. Das habe ich auch gelesen. Ich glaube jedenfalls, dass das geht. Moment. Kleines bisschen Geduld. Also es ist so, wenn ihr rumsteht, irgendwann hat der Vogel keinen Bock mehr. Und dann kommt er runter und landet bei euch. Und eigentlich wärmt er sich auch an Feuern. Wahrscheinlich macht das jetzt hier nicht, weil es hier relativ warm ist. Okay. Was ist das? Ich glaube, das ist einer von diesen Hitzewallungen, die er hat. Ja, der gute Balk ist nämlich so ein bisschen in Wechseljahren. Dann hat er so Hitzewallungen, wenn er durch die Wüste reitet und sieht seltsame Dinge. Oh, au, 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 das war der Kopf vom Kamel. So. Ja, schön. Dann gehen wir einfach mal. Oh, das sieht ja toll aus. Ja, das ist so ein bisschen cool gemacht. Wenn man durch die Wüste reitet und es heiß ist und die Sonne brutzelt einem die Birne weg, dann sieht man eben ein bisschen verschwommen. Ne? Was ist denn das hier? Für eine Brühe. Ey, da war gerade ein Gesicht im Sand. Ich habe es genau gesehen. Da war gerade ein Gesicht. Das auch gesehen? Können wir nochmal zurückspulen, wenn ihr wollt. Da war so ein kleines Gesicht, so ein bisschen wie bei wie von Lord Voldemort am Hinterkopf von Quirrell. Sah das aus? Dachte ich jedenfalls. Da war es aber instant weg. Naja. Ich reite noch ein bisschen weiter so hier durch die Wüste. Nomos Letopolitis wieder. So. Aber Lebensenergie oder sowas verlieren wir ja nicht. Also wir können hier nicht sterben, wenn wir durch die Wüste reiten. Aber ich finde es halt cool gemacht, dass sie da solche Fata Morganas eingebaut haben. Weil dadurch wird eben auch so eine Reise durch die Wüste nicht langweilig. Oh, jetzt geht's wieder los. Da oben ein Raumschiff. Was ist das? Ist das die Enterprise? Wer ist das? Er zeigt uns den Weg zur Enterprise. Das ist halt wirklich hier oben, ne, so ein Asteroid, der hier runterknallt. Aber der zeigt uns irgendwo hin. Ich glaube, ich folge ihm mal. Ah, ja. Da links lang, okay, mache ich. Er zeigt halt genau auf diese Markierung, die wir uns da gesetzt haben.
Es kommt keiner mehr. Ach, schade. Wow. Sehen wir irgendwie erschöpft aus? Nee, ne? Nö, alles im grünen Bereich, alles gut. Bräuchte vielleicht mal ein Stückchen Wasser nachher, aber ansonsten ist alles schicko. Kein Problem. Sternschnuppen. Und da waren sie weg. Okay. Ja, naja, da haben wir doch mal so ein bisschen hier Wüstenerlebnisse. Jetzt sind wir wieder in heimischen Gebieten. Die Nomos Nerit Reset. Dieser Name. So. Okay, die Markierung. Geht die automatisch weg, wenn ich da durchlaufe? Lass mal testen hier. So, müsste es weg sein, ne? Ja, wunderbar. Und dann würde ich sagen, wir schnappen uns ein Schiffchen und fahren hier mal den Fluss entlang. Da ist ein Bambi. Ich so ein Schiff hier haben? Ein komisches... Naja, warum nicht? Ah, die haben es schon schön hier. Sicherlich kein einfaches Leben im alten Ägypten, aber doch wirklich schön. Hat sowas Beruhigendes irgendwie, ne? Hm. Die haben sich sogar solche Kräne quasi gebaut, ne? Ah, die alten Ägypter, die wussten schon, wie man was baut. Ein Schiff beladen, ne? Wunderschön. Dann gehen wir mal. Das ist der Tempel, ne? Warte mal, ich will mal ganz kurz gucken. Der Tempel. Nee, da ist der Tempel. Und da ist die Quest, das Totenbuch, Nebenquest. Und hier wäre auch noch eine gewesen. Nee, ah, Stufe 17. Ja, natürlich. Mache ich doch mit links. Die Wahrheit ist, ich weiß gar nicht. Also wir sind ja quasi hier rausgekommen, ne? Aber hier ist keine Quest. Schnellreisepunkte überall. Da ist die Nebenquest Stufe 17. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal hier zu diesem Tempel hin und gucken mal, ob da was Feines ist. So. Ah, das Schiff ist langsamer, oder? Hab ich so das Gefühl. Ja gut, macht auch Sinn, hat ja auch kein Segel, ne? Muss ja langsamer sein. Ah, die Felder sind doch so richtig schön bunt da hinten. Ach ja. So, wir müssen vorsichtiger sein, dass wir nicht irgendwo kentern. Hier waren wir ja letztens. Ein Alligator? Kann der mich beißen auf dem Schiff? Da kann ich vom Schiff stoßen wahrscheinlich. Geil, Alligatoren greifen mich an. Also nicht, dass irgendein Ägypter diesen Satz jemals gesagt hätte, wenn er mit dem Boot auf dem Nil unterwegs war, aber ich find's geil. Ich find's cool, aber ich kann da ganz schnell wegfahren. Ihr kriegt mich nicht. Aber jetzt so einen richtig blöden Witz gelesen. Was macht Schnappi eigentlich heute? Er rappt und nennt sich Alligator. Ja. Ist ja ein wirklich blöder Witz. So, na gut. Dann gehen wir mal hier an Land. Und gucken mal. Da ist ja auf jeden Fall ein schöner Tempel. Da gibt es bestimmt coole Sachen drin. Und hier ist diese Nebenquest. Ja, machen wir dann später irgendwann. So, erstmal hier. Ich krieg das hin ordentlich ranzufahren. Ja. So, stopp. Ja. Schön geparkt, würde ich sagen. Ne? Kann jetzt jeder andere das Ding auch benutzen. So. Macht denn der Angeltier? Unten da schwimmt ein toter Fischschlange. Soll ich mal rausholen für dich? Spring mal rein hier. So. Wo ist der Fisch hin? Ich sehe ihn genau. Da unten liegt er. An meinem Fuß quasi. Ich stehe quasi im Fisch drin. Na gut, scheint ihn hier nicht zu stören. Oh. Ja, Entschuldigung. Ich find's doof, dass wir immer alle wegrampeln gleich. Das will ich gar nicht. Das klang gerade wie ein Gameboy. Ich dachte gerade, ich spiele einer Pokémon oder sowas. So, na schön. Diduk, Muga, Rotus. Ich werde sie wiedersehen. Wer sagt denn das? Wer sagt das? Ach, der ist das, oder? Hey du, hast du mal einen Euro?
Kann ich auf dem Büffel hier reiten? Das wäre geil, auf so einem Büffel, weißt du, schön vorne an den Hörnern festhalten? Ein Büffel, also eine Kuh, also ein Rind. Ja, vorsichtig! Da ist ein Rind! Du kleines Kind! So. Das sieht schon echt geil aus, das macht echt Lust auf mehr. Stell dir mal vor, so ein Spiel könntest du mit Virtual Reality spielen, ey, das wäre auch geil. Die Postelhalle, okay. Auf jeden Fall scheint es zu sein. Ah, hier, nicht verfolgte Quest in der Nähe. Hinterhalt im Tempel. Habe ich gar nicht lesen können, weil so schnell war es wieder weg. Oh. Hauze, ich will die Musik hören. Ja, die quatschen ja die ganze Zeit rein. Oh, jetzt aber. Ja, das ist auf jeden Fall Playback, mein Freund. Das sieht man aber. Das ist sowas von Playback. Wahrscheinlich ist es so ein kleiner Kassettenrekorder mit Lautsprecher. Und die denken alle, das spielt wirklich, aber wir sehen es ja an der Hand. Na komm. Ja, das ist eindeutig Playback, gar keine Frage. Mein geschultes Auge sieht das sofort. So. Okay, ich würde sagen, in der nächsten Folge gucken wir uns den Teppich ein bisschen genauer an. Der sieht schon echt geil aus. Da hast du echt das Gefühl, du bist im alten Ägypten drin. Wie cool, ey. Oh, ich kann hier hochklettern. Aber bestimmt nicht bis ganz nach oben, oder? Oder? Bis ganz nach oben, zu den Vögeln. Ja, Vögel. So, also. Ich würde sagen, bis gleich.